Hallo Freunde, willkommen zurück zu Escapist, der besten Show auf diesem Sender. Also für die meisten jedenfalls. Warum nehme ich das hier direkt raus? Ich habe festgestellt, dass die überhaupt nichts bringen. Die sind ein Überbleibsel aus einem anderen Produkt, beziehungsweise aus einem anderen Produkt. Es gibt noch kleinere Spiele von den Machern von Escapist, die... Ich glaube, dass da bist du in der Army Base, du musst aus einer Army Base raus oder ähnliches. Und daher kommt dieses Item, diese Fässer. Und die haben leider in diesem Spiel absolut überhaupt gar keinen Nutzen. Demnach brauche ich das nicht. Und demnach schmeiße ich das weg. Was ich auf jeden Fall machen werde, und da bin ich dem Viewer definitiv hundertprozentig dankbar. Mir hat man nämlich mehrere Tipps gegeben, wie ich... Der hat echt ein schönes Sortiment. Ah, Timmer muss ich nachher kaufen. Wie ich nämlich die anderen Räume ausspionieren kann, ohne direkt immer auf den Sack zu kriegen. Das war ja mein größtes Problem, dass ich nicht wusste, wie mache ich das... Geht auf Seite. Wie mache ich das ohne... direkt immer 50-60% zu kriegen. Und zwar werde ich euch das gleich mal zeigen. Und zwar mal schauen, ob das überhaupt funktioniert. Wenn ja. Also eine Möglichkeit wäre, die ich allerdings wahrscheinlich nicht machen werde. Das war ein Satz. Man kann in die Bücherei gehen. Oder, nee, was Bücherei oder was Mailman? Ich weiß nicht, auf jeden Fall eins von beiden konnte man machen. Und dann, also Post ausliefern. Und dann konnte man in die Räume rein, ohne groß kontrolliert zu werden. Das geht natürlich. Das Problem ist aber, wie ihr hier seht, ja, Mailman oder Delivery, ich glaube Mailman war es, dass du nicht so wirklich oft Möglichkeit hast, den Job zu wechseln. Es sei denn, du verprügelst den... Was willst du von mir? Es sei denn wirklich, du ver... Oh. Ach scheiße, ich dachte, du bist der... es sei denn, ja, komm, Satzfindungsschwierigkeiten. Ihr wisst, was ich meine. Ihr verprügelt denjenigen. Aber das ist ja jetzt hier sowieso nicht drin. Aber die zweite Methode, die werde ich ausprobieren. Dafür brauche ich aber nur Bleiche. Und bis ich die kriege, dauert es wahrscheinlich... Oh, guck mal, das sieht doch gar nicht mehr so scheiße aus. Oh, da war er dir auch schon. Oh, jetzt schmeißen wir den Scheiß hier weg. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, ich habe sogar schon Bleiche. Oder? Ja, jawohl, Typ of Leech. So, jetzt brauche ich aber... Ich brauche eine Waffe. Wo kriege ich denn jetzt eine Waffe her? Irgendeine, scheißegal. Oh, schön. Ich muss nämlich jetzt Leute verprügeln. Weil ich glaube, ich gehe nochmal trainieren. Nehmen wir dann irgend so ein... wahrscheinlich irgend so ein Besen oder... Kann man einen Besen zuschlagen? Ich glaube nicht. Ich meine natürlich irgendeinen Kamm. Und dann mache ich das. Ja gut, ich kann es euch eigentlich auch schon sagen. Ist ja scheißegal. Also es geht nämlich darum, dass man, wenn man einen weißen Overall hat, und den kriegt man durch Bleiche, dass dann die Wachen oder die Kameras nicht funktionieren. Und das will ich jetzt mal ausprobieren. Ich will jetzt natürlich meine Klamotten nicht bleichen. Weil nachher habe ich keine Klamotten mehr. Boah, jetzt wäre auch mal interessant, was passieren würde, wenn ich meine Sachen einfach bleiche. Würden die mich da nicht sehen? Sind die dann wie ein T-Rex oder so? Ich weiß es nicht. Aber ich nehme irgendeine andere von irgendeinem anderen. Und dann passt das schon. So, Stärke ist schön. Stärke ist toll. Irgendwie ist das alles so ein bisschen schwieriger. Ich versuche es jetzt definitiv mal so... unter die, über die, also beziehungsweise über die, was hast du denn hier? Oh, toll, ein Dollar fehlt mir noch. Über die Vents versuche ich es jetzt mal. Aber bitte nicht mich, weil sonst hätte ich nämlich ein Problem. Damn, son. Halt's Maul. Ich muss nämlich jetzt hier ganze illegale Zeug verstecken. Das war ja schon. Das ist ja gar nicht so viel illegales Zeug. Jetzt verstecke ich mich aber mal hier. Warte mal, wieso sind hier keine... Wieso
Wieso sind in der Isolationszelle keine Kameras? Das verwirrt mich jetzt. So, dann durchsuchen die meine Dings. Was hast du denn zu verkaufen? Ach so. Oh. Und wie suchen die das denn? Komm. Das ist eigentlich scheißegal. Ja, kommt da jetzt. Oh, oh, bleib mal hier, bleib mal hier. Ah. So, kommt die Durchsuchung, hat nichts ergeben. Jetzt kann ich den ganzen Scheiß wieder zurückpacken. Ah, du hattest ja nichts. Ah, ich muss jetzt einfach mal riskieren. Ich muss jetzt einfach mal ein so ein Ding nehmen. Ja, ich weiß. Ja, genau. Ich nehme jetzt einfach mal so einen Kamm. Die Nägel nehme ich mal mit. Ja, jetzt mache ich einfach mal so, so. Jetzt habe ich hier eine Waffe. Jetzt muss ich hier irgendeinen verprügeln. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich stark... Ach, ein Ding fehlt mir echt jetzt. Ist das der Spirit? Ja, das trifft sich gut. Trifft sich sehr gut. Ich meine auch, dass die Klamotten, die man den Leuten klaut, nicht illegal sind. Jedenfalls nicht so in der Art. Hm, was für ein Interessant. Ich werde heute einiges herausfinden, denke ich. Und ich hoffe, dass mich das nicht ins Grab bringen wird. Aber dafür sind wir ja da. Ne, und dafür sind wir ja gemeinsam. Nochmal zur Erinnerung. Wollte ich eigentlich vor dem Video machen, aber bin ich jetzt eigentlich zu faul für, muss ich gestehen. Der Nightrunner und ich, wir werden auf der Gamescom sein. Am Donnerstag, den 6.8. Ihr werdet uns sehen. Und zwar haben wir super coole Shirts gedruckt mit unserem Logo drauf. Guckt einfach mal vorbei, wenn ihr auf der Gamescom seid am Donnerstag. Dann schaut euch um, wenn ihr uns seht, sprecht uns ruhig an. Wir würden uns super freuen. Oh, warte mal. Oh, nee, hier. Zick. I saw that. Nein, du hast gar nichts gesehen. Aua. Lol. Ha. Ist mir scheißegal, ob du es gesehen hast. Ich habe, was ich brauche. Das ist ja dumm. Sie nehmen mir den Kamm ab. Sie nehmen mir $3 ab. Aber sie nehmen mir nicht die Uniform ab. Okay. Gut für mich. Lalalala. Jetzt gehe ich nämlich zum Block. Nein, mache das. Und jetzt habe ich wahrscheinlich... Ja, jetzt fehlt mir 20 more int, um eine verdammte Sache zu... Um eine verdammte Klamotte zu bleichen. Was zum Teufel? Was ist das denn bitte für eine Logik? Naja, egal. Wir wollen das nicht in Frage stellen. Wir sind hier nur Gefangene. Ob es die da immer noch stört, wenn ich nicht da bin? Es gab mal irgendwie eine Zeit lang, da hat es die mega gestört, wenn ich nicht da bin. Mal gucken, ob es jetzt immer noch so ist. Werde ich jetzt gleich sehen, wenn ich 99 habe. Weiß ich Bescheid. Aber ich brauche eher hier Int. Nö. Stress ist halt mal 0. Ah, jetzt muss ich aber mal hin. Ich muss ja wissen, ob ich dran bin. Wie die hier stehen. Ja, halt die Klappe. Du bist nicht mein King. Und wer ist es? Ach, Tasty. Ach ja, stimmt. Habe ich mir hier schon damals so kaputt gelacht, aber... I built this place with my own hands. Du lügst. So, zack, 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 zack. Ich will nämlich mal gucken, ob die hier einen neuen Job haben. Nein, haben sie nicht. Der geht gerade weg, das ist gut. Ha, ja, ja, move on daran. Du kannst mich mal gerne haben, du Pemmel. Gut. Ach ja. Was passiert mir, wenn ich mal eine Zeit lang nicht spiele? Und ihr wisst ja alle, dass ich immer mal wieder Pausen zwischen den Spielen mache. Man hat... Oh, noch zwei. Ja gut, dann morgen. Dass ich vergesse, dass um 20 Uhr Licht aus ist. Die kann man abkleben. Brauche ich definitiv. Komm. Das Balsawood. Ich habe mir mal ein bisschen schlau gemacht, wofür ich das Balsawood brauche. Und zwar dachte ich, dass am Anfang das wäre ziemlich sinnlos. Ist es aber nicht. Und zwar aus diesem Balsawood muss ich ein Floß bauen. Und dieses Floß, weil wie ich schon am Anfang gesagt habe, wir sind hier auf einer Insel. Und ich brauche dieses Floß.
Das Segel ist kein Problem. Das Segel ist irgendwie ein Holz und ein Bettlaken oder sowas. Das ist nicht das Problem. Aber das ist dieses, das muss aus Oh, warte mal. Oh, der hat aber auch schon sexy Dinger. Das andere ist das Balsawood. Und das ist nicht cool, weil das gibt's echt nur selten. Und ich weiß auch noch gar nicht, wie ich da hinkomme. Ich denke mal nicht, dass ich hier ganz einfach rausspazieren kann und wir direkt auf der Insel sind. Muss ich mal schauen. So, jetzt noch hier so ein bisschen Intelligenz trainieren. Natürlich im Internet, wie man es kennt. Die stresst es echt nicht, wenn ich dort nicht zum Essen komme. Ich dachte jetzt ganz kurz, der kommt hier rein. Gut, dann will ich mich auch nicht beschweren. So, mal ein bisschen übertrainieren. Man kann ja nie klug genug sein, ne? Das wissen wir ja alle. Kinder, lernt ordentlich. Und dann gehe ich wieder arbeiten. So. Lalalala. What? Was denn? Achso, das hat die jetzt gestresst. Dass ich nicht beim Essen war. Ihr seid ja Pimmellords, ey, ohne Scheiß. Wenn ich nicht beim Duschen bin, stresst das niemanden. Wenn ich nicht beim Training bin, oh, kein Problem, er hat seine Gründe. Aber wenn ich mir nicht diese Scheiße da reinziehe, die ihr da Essen nennt, er wird bestimmt ausbrechen. Na sicher. Oh nein, sie haben die coolen Dinger weggenommen. Hey, das waren meine Eingangs-Guardians. Ihr seid Schweine. Und aus Rache machen sie hier überhaupt nichts dreckig, ne? Das stelle ich mir auch super vor. Weißt du, du bist im Gefängnis und denkst, haha, weil ich dich nicht mag, mache ich es nicht dreckig. Bleibt alles sauber. Damit du nichts wischen kannst. Warte, was? Ach ja. Was haben wir denn hier? Oh, eine Glasscheibe. Jetzt warte ich einen Moment, weil sonst heißt, das habe ich gesehen. Ja, was hat der? Ich hasse dich. Wieso habe ich die nicht ausgerüstet? Ich dachte, die hätte ich ausgerüstet. Das machen wir aber gerade mal wirklich Gedanken, weil hier ist nichts mehr. Warte mal, Leute. Ich verliere gleich meinen Job. Was kann ich hier noch machen? Ich nehme das noch mal mit. Jetzt noch mal schnell hier. Schwein gehabt. Puh, lucky. Na gut, dann kann ich den Scheiß hier um den Boden schmeißen. Die blöden Wichsköppe. So. Jetzt aber endlich. Jetzt kriege ich einen Afternoon Roll Call. Aber danach ist Free Time. Danach kann ich mal gucken. Oh, wenn das wirklich funktioniert, ne? Finde ich jetzt schon gar nicht so ungeil. Warte mal, was hat der? Ach, komm schon. Tasty. Ach, war der war dann halt nicht. Die Schnauze. Ja, ich weiß. Lass mich in Ruhe. Das ganze Zeug loswerden. Das ist legal, oder? Ja. Gut, jetzt verstecke ich mich hier. Aber mal schauen. Das kann gar nicht sein. Das muss doch... Die müssen mir doch auf die Schnauze hauen, wenn ich... Oder? Das kann ich eigentlich direkt mal testen jetzt. Tatsächlich? Wie lustig ist das denn? Das ist ja mal mega lustig. Das geht ja wirklich. Ich muss halt jetzt nur immer aufpassen. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn die mich sehen. In dem Overall. Ha, warte. Ich weiß was, ich bin ein Schwein. Ich flasche das jetzt weg. Ich weiß nicht, was... Ey, das ist ja mal... Danke nochmal
für diesen super geilen Tipp. Da passiert ja gar nichts. Da passiert ja echt gar nichts. Wie geil ist das denn? Die geben mir mal. Oh. Nein, das hast du nicht gesehen. Alles gut. Du hast nichts gesehen. Exorcist Spirit interessiert mich nicht. Shaving Cream. Oh mein Gott, das ist so awesome. Warum habe ich eigentlich jetzt schon... Ich brauche keine Exercise jetzt. Ich kann jetzt alles. Ich bin unbesiegbar. Ich fühle mich auf jeden Fall... Eine Folie und eine Complete. Oh mein Gott. Hey, somebody stop me. Nein, somebody... Niemand stop me jetzt. Das brauche ich alles nicht. Boah, ist das geil. Also, Kinder, ihr wisst, Dental Floss nehme ich mit, daraus kann man super Dinger bauen. Und mit Dinger meine ich Cutters. Nichts, ihr Kinder, jetzt wisst ihr Bescheid, mit einer weißen Uniform kommt ihr überall rein. Und es stört keinen Schwanz. Jetzt muss ich mal kurz hier ablegen. Zack, zack. Das ist total geil. Das stört hier echt keinen Schwanz. Und das Beste, das verstehe ich nicht. Das ist, aber was glaube ich, wahrscheinlich ist das genau das gleiche Prinzip wie mit den Waffen. Weil wenn du die Waffen in der Hand hast und durch die Detektoren gehst oder eine Waffe vorbeigehst, stört die das nicht. Aber eine komplett weiße Uniform? Ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. Aber... Wir sind ja auch nicht hier, um über den Sinn von Videospielen zu reden. Jedenfalls nicht hier. Wir sind... Das können wir im Fingerzeig machen. Aber nicht hier. So, der Showerblock. Den Showerblock hat, glaube ich, niemanden interessiert. Dann kann ich noch ganz kurz die beiden letzten Sachen durchsuchen. Ich meine, es war hier. Oh, geil, eine Metallplatte. Alter Vater. Und Duct Tape. Leck mich an der Wallapusta. Jetzt muss ich gerade mal schauen, was hat Priorität? Die Cutter haben Priorität. Genau. Die haben Priorität. Stört die das, wenn ich hier oben stehe? Ist jetzt ein Experiment? Das stört die nicht mal. Wie lustig ist das denn? Das ist so lustig. Hammer. Gut, dann meine ich mal ein bisschen Int, weil kann sein, dass ich jetzt noch demnächst ein bisschen... Ey, wie lustig. Krass. Super Tipp. Vielen Dank nochmal. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Und demjenigen, der mir diesen Tipp gegeben hat. Aber geh davon aus, wenn du dich wiedererkennst in diesem Tipp... Ich bin dir super dankbar für diesen Tipp. Jetzt habe ich so oft Tipp gesagt, dass man denken könnte, ich mache Schleichwerbung für eine Supermarktkette. Gibt es überhaupt noch? Aber gut. Oh, da erschließen sich mir komplett neue Möglichkeiten. Ich komme echt auf diesen Tipp nicht klar, ne? Geil. Gut, jetzt hat sich... Was man übrigens, ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon erzählt habe, ich habe ein bisschen Alzheimer, was das angeht, diese Stunrods kann man dem nicht abnehmen. Selbst wenn man, das war der andere Tipp, den ich noch gekriegt habe, selbst wenn man mit Schokolade jemanden direkt instant K.O. haut, funktioniert das nicht. Weil man kann den nicht abnehmen. Gut, da haben wir wieder 2 Tage geschafft. Wir wissen ja, die Folgen sind etwas kürzer. Super Sache mit der Weißklamotte. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Kommt zu Gamescom vorbei, wenn ihr da seid. Wir sehen uns in der nächsten Folge und in dem Sinne, habe die Ehre. Mit diesem Affen meine ich diesen komischen Typen, wo wir die nicht geil. Immer direkt zu einem. Und man braucht, wenn man gezielt hat, genau, wenn ich jetzt hier langlaufe und dann ziele.